Ja, es ist jetzt 17 Uhr. Für die Leute, die jetzt zugeschaltet haben, sage ich es nochmal. Dies ist der letzte Tag von Supreme. Danach ist Supreme tot, inklusive allem, was dazugehört. Auch der ganze Sender. Ab Januar kommt Viva Plus. Und bis 24 Uhr habt ihr noch Zeit, Supreme zu gucken. Es kommen noch ein paar Folgen. Ich kann ja schon mal vorankündigen. Es kommen noch Oldschool-Train-Bombing-Graffiti-Aufnahmen. Es kommen noch mal andere Oldschool-Aufnahmen. Dann kommen noch mal Oldschool-Aufnahmen. Dann kommt noch KRS-One später. Und dann kommt noch mal eine Abschiedssendung. Also dranbleiben. Wir sind jetzt auf jeden Fall halt taktlos. Diese Sendung hat für viel Aufregung gesorgt. Also, das war unfassbar. Ich habe bei mz.com, wo unser Internetforum ist, das wird auch wahrscheinlich stehen bleiben, damit man da nochmal in 2 Jahren drüber lesen kann. In dem Forum habe ich halt gepostet, nächste Woche kommt taktlos an dem und dem Tag. Und innerhalb dieser einen Woche gab es 1500 lesende Zugriffe auf diesen Thread. Also das hat noch kein anderer Hip-Hop-Künstler bewirkt, den ich da reingestellt hatte. Das war unfassbar. Dann war das Ding ausgestrahlt und dann an einem einzelnen Tag waren auch noch mal ungefähr 1500 lesende Zugriffe, also am Folgetag. Das hat wirklich noch keiner hingekriegt. Also sehr, sehr krass. Das Interview ist übrigens so zustande gekommen, dass ich gefragt habe, ob man, also ich habe Jack Orson gefragt, ob man ein Interview machen könnte, und er hat halt taktlos gefragt, taktlos hat mich angerufen, meinte so, ja, wie soll das aussehen? Ich so, ja, ich möchte halt ganz gerne, dass du ein oder zwei Stücke rappst und wir machen dann halt ein Interview. Und er so, kann ich nicht die ganze Zeit rappen? Und ich so, okay, wenn du willst. Weil ich fand die Idee so schön durch und das passte ja auch zu ihm, durch sein einfach, dass ich gesagt habe, lass es uns machen. Und dann habe ich gefragt, machen wir dann gar kein Interview? Nö, dann machen wir gar kein Interview. Naja, okay, machen wir es einfach so. Dann habe ich mich mit ihm verabredet für die darauffolgende Woche, um das zu drehen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, können wir da irgendwie nochmal kurz vorher telefonieren, um das zu bestätigen und so, kannst du mir eine Nummer geben? Nö. Ich hatte also keine Nummer und musste mich darauf verlassen, dass er kommt. Er kam auch tatsächlich und ich bin zu ihm runtergegangen an Empfang. Er stand da halt mit Jack Orson und zwei netten Damen, unter anderem die Becky, die ihr auch an den Turntables sehen werdet. Und gehe so zu ihm hin und will ihm Hallo sagen und gebe ihm so die Hand und er so zu mir, wann kriege ich mein Geld? Weil wir das ausgelegt haben, weil er halt kein eigenes Label hatte zu dem Zeitpunkt. Er ist ja jetzt bei Home Recordings mit seinem Fick die Biatch Label. Dann habe ich mal halt gesagt, ja, später, lass uns das erstmal bitte drehen, bla bla bla. Und ich habe original mit taktlos, glaube ich, ja, höchstens 6 Sätze gewechselt. Mehr haben wir nicht miteinander gesprochen. Ich glaube, er hat auch mit niemandem anderem hier im Sender irgendwie was gesprochen. Wir haben das Ding geschossen. Ich habe in der Regie gestanden und habe nur die Kommentare der Kameraleute, der Regisseure und der Aufnahmeleiterin gehört, die total geschockt waren, weil die wussten natürlich nicht, was da auf sie zukommt. Und ja, die wollten es halt nicht glauben. Ich habe mich also köstlich amüsiert da, habe dem Regisseur gesagt, film das mal so, mach doch da mal einen Zoom drauf, wenn ihr mal drauf achtet, dann wisst ihr, worauf gezoomt wird und so weiter. Dreh doch mal die Kamera auf den Kopf. Und ja, wir haben uns wirklich köstlich amüsiert. Die Sendung wurde in den Nachrichten dann immer so verkauft, dass taktlos versucht, 1 Stunde durchzurappen. Und das wäre ja etwas, es kam so rüber, als wäre das was total Besonderes. Es ist ja nichts Besonderes, dass jemand 1 Stunde durchrappt. Es gibt 1000 Leute, die 1 Stunde durchrappen. Das Besondere war nicht das, sondern das Besondere war, dass er einfach nur gerappt hat, dass er kein Interview gegeben hat. Und ja, darauf folgend habe ich einige Sachen zum Beispiel auch auf der Royal Bunker Seite gelesen, wo dann so stand, ja, er hat dieser Pussy Falk kein Interview gegeben, das ist real underground. Ja, fuck that. Ich meine, wo ist das Problem? Er musste mir kein Interview geben und es ist immer so dargestellt, als wäre er in der Sendung und ich wäre der Idiot.
weil ich ja kein Interview von ihm bekommen habe. Ja, ich hätte auch sagen können, du kriegst keine Sendung. Habe ich aber nicht. Herzlich willkommen bei Supreme. Heute haben wir ein besonderes Spezial, ein außergewöhnliches Spezial. Und zwar haben wir zu Gast Becky und Taktlos. Und Taktlos wollte kein richtiges Interview führen, sondern wollte nur rappen. Bei uns ist es kein Problem und deswegen seht ihr jetzt die nächste Stunde Taktlos, wie er die ganze Zeit rappt. Bis später. Mit dem, was ihr tut, denn taktlos ist am Mikrofon. Meine Nase ist groß und ich habe den Humpty-Tanz. Nigga, was willst du? Du hast keine Chance. Ich battle jeden MC mit dem Humpty-Tanz. Ich bin unbattlebar, ich bin am Mikrofon. Was ist mit dir? Du kommst nicht klar, du bist nervös. Ich mache dich nervös. Nein, ich mache dich nicht nervös. Du bist selber unkontrolliert. D-A-K-T-R-S. Du hast nichts kapiert gegen mich. Ich nehme dich auseinander wie Papier, das geht ganz einfach. Halt einfach die Fresse und vergesse niemals. T-A-K-T-L-O-S-S gibt keinen Fick auf dich und deine ganze Familie. Ich bin unschlagbar. Eisenschwanz taktlos, pimpt die Hose. Mein Penis hat Rostschutz bei den vielen feuchten Fotzen. Ist das vernünftig? Künftig fick ich nur noch frische Nutte aus dem Bay. Konsulat lukrativ, sind sie unter 16. Ja, sie hat nur Tatrechtschlitze. Ich spritze in jeden, mein Puller kann reden. Bevor ich komme, sagt er: Jo! Schlampen lieben mich, um meinen Schwanz zu kriegen. Müsst ihr breitbeinig kriegen. Sieben Nutten laufen vor mir als Pfleger vor meinem Schwanz. Nigga, was kannst du, was ich nicht kann? Ganz leicht sterben, Nigga. Nur weil ich über dich stiftlich gebildet bin, denk Nutten, ich schlag nicht zu. Und gerade deswegen bin ich der Wechstag, muss das keine MCs am Leben. Und Bitch, führe wen, Bitch, sag, schießt du deine Zähne? Ich fick nur die dritte, die mich bildet, jede zweite hatte ich schon. Schon damals war klar, ich bin unschlagbar. Bitch!
Weg, dem Biatch-Tracker zu unabhängig. Du bist von positiver Resonanz abhängig, aber die Wahrheit ist, nichts an dir ist nicht zu kritisieren. Ich und Real Guys kontrollieren das verfickte Mikrofon in jeder erdenklichen Dimension. Du musst dir mit Torus den Thron teilen. Ich guck vom Untergrund auf euren Thron heran. Digga, gegen mich battlest du zu schlapp. Allerdings, wenn du dir ebenbürtige Gegner bist, selber Deluxe, wird der Ausland des Battles sehr knapp. Digga, wir sind dir nicht am Papp der guten Hoffnung. Digga, hier ist West-Berlin, meine Stadt, meine Cypher. Der Hoffnung auf ein Battle, ich mach ich kap. UT, ich habe GUT Nachrichten für dich. Kein Mensch ist immer ehrlich. Du solltest mir also nicht glauben, wenn ich von Friedenstauben spreche. Ich durchbreche dein nicht falsche Stolz und mantel das Schild. Selbst unter der Oberfläche, mit der Oberfläche ist ein Stück Scheiße. Du bist frei wild. Du bist so down mit Hip-Hop, das tollste in Ruhe und Frieden wild mal werden. Für deine Wackness wirst du jetzt zahlen. Ich geh ins Battle, als ob mein Leben davon abhängt. Taktlos, der Gang denkt nur am Mic, nicht nur, Bitch. Die Bedeutung von Hardcore-Rap ist auch keine detaillierte Bedeutung, eine Wahrsage. Das ist ganz einfach. Hardcore-Rap ist BRP. BRP ist Battle-Reim-Priorität. BRP steht für, wenn du nicht battle willst, da ist die Tür. Aber wo ist der Griff? Die Tür? Fragezeichen? Nein. Der Professor, du Vollidiot. Du bist tot, Bitch. Ich bin nicht weniger als du, du wünschst zu sein, weil du Flow sind die weit, du dagegen bist unreif, du bist zu steil für Teil und Ramp Flow. Ich bin nicht weniger als du, du wünschst zu sein, weil du Flow sind die weit, du dagegen bist unreif, du bist zu steil für Teil und Ramp Flow. Ich bin nicht weniger als du, du wünschst zu sein, weil du Flow sind die weit, du dagegen bist unreif, du bist zu steil für Teil und Ramp Flow. Ich bin nicht weniger als du, du wünschst zu sein, weil du Flow sind die weit, du dagegen bist unreif, du bist zu steil für Teil und Ramp Flow. Ich bin nicht weniger als du, du wünschst zu sein, weil du Flow sind die weit, du dagegen bist unreif, du bist zu steil für Teil und Ramp Flow. In meiner nächsten Strophe möchte ich euch Real Geister besser erbringen. Nebenbei bemerkt das so nah, aber wenn Real Geist in deine Richtung schwebt, schwebst du Lebensgefahr. Wenn du über perfekten MC nachdenkst, sagst du Real Geist nicht übersehen. Er ist leicht zu übersehen, denn wenn er mit Nacken neben dir steht, ist er nicht zu sehen. Real Geist besteht aus einer spektralfremden Farbe. Wer mir auf dem Geist geht, nicht lange mit Menschen hat ein leichtes Spiel. Real Geist reißt durch Zeitzone wie Science Fiction. Real Geist hat die Hunger nur ab und zu Appetit. Real Geist pitcht den Beat auf 87 BPM, auf 80 BPM kann er dir mal schön viel Sinn mal geschoben verheben. Real Geist ist ein Fabelwesen. Man hält ihn für ein Mitglied des KK, klar, Hans. Yeah! Yeah, das ist Real Geist. Sein erstes Album heißt wie Norman Bates. Es erschien vor einer Weile und sein nächstes Album wird in einer Weile erscheinen. Und es wird mehr als die Sonne scheinen. Was willst du? Du kannst nicht reimen. Verpiss dich von hier, Nigga, du bist ein Stück Scheiße. Nigga, du kannst nichts gegen mich machen. Biatch! Ich bin THKTL-SS. In meiner nächsten Strophe möchte ich Sammy Deluxe auf das Level bringen. Und David Weibelberg, Sammy, deine Mutter hat immer noch den gleichen Beruf. Du bist immer noch ein Hurensohn. Digga, mich merkt auf und telefonierst du deine Bitch nach, Digga. Digga, du brauchst keine Angst haben, Digga, du bist nur Wack. Und deshalb töte ich dich wie jeden anderen Wack-MC. Yeah. Ich bin nicht weniger als du, der wünschst zu sein. Meine Flows sind wie Wein, du dagegen bist unreif. Du bist zu steif für deine Rap Flows. Ich bin nicht weniger als du, der wünschst zu sein. Meine Flows sind wie Wein, du dagegen bist unreif. Du bist zu steif für deine Rap Flows. Ich bin nicht weniger als du, der wünschst zu sein. Meine Flows sind wie Wein, du dagegen bist unreif. Du bist zu steif für deine Rap Flows. Biatch. Gib mir ein Skalpell, ich operiere verdeckt im Untergrund. Dämon, THKTLOSS am verdammten Mikrofon. Gib mir ein Skalpell, ich operiere verdeckt im Untergrund. Dämon, THKTLOSS am verdammten Mikrofon. Gib mir ein Skalpell, ich operiere verdeckt im Untergrund. Dämon, THKTLOSS am verdammten Mikrofon. Gib mir ein Skalpell, ich operiere verdeckt im Untergrund. Dämon, THKTLOSS am verdammten Mikrofon. Was? Was, was? Was viele nicht wissen, West-Berlin ist eine Realgeisterstadt. In deinem Kopf spukt dein größter Feind, deine Dummheit. Wie willst du mich mit deinem Unwissen dissen? Was? Meine Flows sind das achte Weltwunder, deine sind ein Wunderpunkt. Meine Flows fesseln nicht wie die Ketten der Sklaverei. Digga, du bist nicht frei, du bist frei wild. Du beitest wie ein Papagei, dein Papa ist ein Weichei. Du bist wie ein Ei, deine Schale ist relativ stabil. Aber wenn der Nebel dich fallen lässt, läufst du aus. Ich laufe aus wie ein Schlachtschiff und bombardiere die Nordküste. Hamburger MCs am Hühner.